Gipfel der saarländischen Bergleute, die dem 1. FC Saarbrücken bereits Glück und Erfolg brachte, überreichte Manager Hoffmann vom 1. FCS an Uli Sude, den Trainer der Homburger. Vielleicht kommt ja jetzt auch die Erleuchtung für die Grün-Weißen, bei denen Wrug, Lelle, Freiler, Da Silva, Gumay und Muschinka fehlten. Während die kleine Schar der Meppener Fans ihr Feuer entfachten, versuchte der FC Homburg im grün-weißen Trikot auf dem Rasen das sogenannte Strohfeuer zu entfachen. Schnell gespielt nach vorn von Homp, Sergio Marcel suchte Jörg Schmidt, fand ihn dann auch, der aber nicht das Tor, Brasas die Zuverlässigkeit in Person. Hier die Spieler des 1. FC Saarbrücken, die ja morgen die Hürde in St. Pauli nehmen müssen. Homburg weiter mit Druck. Hier waren erst 3 Minuten gespielt. Ein heilloses Durcheinander vor dem Tor der Emsländer. Die Chancenauswertung mangelhaft. Dennoch war Uli Sude mit den Anfangsminuten zufrieden. Er versprach ja einen doppelten Punktgewinn. Die Grün-Weißen weiterhin im Vorwärtsgang. Noch einmal Marcel. Stefan Simo nach 5 Wochen Pause erstmals wieder dabei gegen Brasas, nur 2. Sieger. Horst Ehrmantraut musste die Anfangsüberlegenheit der Saarländer anerkennen. Man weiß ja, dass Meppen auf fremdem Boden keine Bäume ausreißen kann. Das Strohfeuer war abgebrannt, es züngelte nur noch. Die erste nennenswerte Chance für Meppen hier, dann Pech für Damir Bujan mit seinem Drehschuss. Der Halbzeitstand 0:0. Ich glaube, es sieht jeder, dass wir alles geben. Meppen ist nicht irgendeine Mannschaft, sie sind sehr kampfstark. Und wir werden jetzt versuchen, nochmal Druck zu machen, zwar gegen den Wind, aber wir dürfen hinten die Abwehr nicht öffnen und hoffen, dass wir jetzt 1:0 machen. Die zweite Halbzeit, die Partie verflachte mehr und mehr. Dann Achtung, der sonst zuverlässige Peter Eich mit viel Glück gegen Jan Sievers. Vielleicht hätte das ins Auge oder ins Tor gehen können. Auf der anderen Seite wieder die Bemühungen der Saarländer. Marcel, Meppen auch nicht sattelfest in der Abwehr. Tobias Romp und die sogenannten berühmten Zentimeter. Aber die Wiederholung zeigt, dass hier doch noch gut 1,5 Meter fehlten. Die Endphase gehörte noch einmal den Homburgern, aber es blieb schließlich nur bei den Bemühungen beider Mannschaften. Sogenannte glasklare Torchancen blieben aus. Homburg spielte zwar nicht wie ein potenzieller Absteiger, Meppen aber auch nicht wie eine Mannschaft, die ins Fußball-Oberhaus aufsteigen möchte. Ich werde hier keine Kritik üben. Ich sehe einfach, was die Mannschaft leistet. Ich sehe, was wieder die Woche trainiert wird, was für Verletzungen vorliegen. Ich denke mal, Jürgen Lange hatte heute Grippe, der konnte gar nicht spielen normalerweise. Und wenn man die Leistung gesehen hat von Jürgen Lange, dann muss man Hut ziehen, dass die Spieler sich zur Verfügung stellen. Und wir kommen da unten raus. Das sind keine Durchhalteparolen. Man hat einfach gesehen gegenüber den Spielen vorher, dass wir robuster sind mit Stammspielern, die Erfahrung haben. Und das Quäntchen Glück werden wir auch wieder kriegen. Wollen wir es hoffen.